So, guckt euch das an. Da läuft's nur so runter. Echt geil. Wahnsinn. So, und moin zusammen. Willkommen zu diesem neuen Video. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier ein neues Fahrzeug. Das ist ein VW Tiguan, genau, mit der Airline. Das ist das neue Fahrzeug meiner Eltern. Und dementsprechend dachte ich mir, ich zeige euch den mal. Und machen wir natürlich auch direkt mal ein Waschvideo. Und der sieht sehr bescheiden aus. Das ist ein schönes Weiß. Aber Weiß ist natürlich wirklich pflegebedürftig. Wie ihr hier auf der Motorhaube sehen könnt, haben wir hier ordentliche Verschmutzung drauf. Also ganz, ganz, ganz ekelhaft. Und ist doch mal ein gutes Beispiel dafür für einen ersten Waschgang von diesem Fahrzeug in meinem Kanal. Und da ist auf jeden Fall überall einiges drauf, was nicht drauf sein soll und was wir runterholen müssen. Ja, gucken wir uns an, was habe ich alles dabei. Zwei Ärmel natürlich, klar. Wird eine kleinere Winterwäsche, ist jetzt nicht so mein Wetter für diese Aktionen. Aber dennoch soll der Wagen natürlich gewaschen werden und der Schmutz sich nicht reinfressen in den Lack. Ja, wir machen natürlich hier die Foammaster FM10 und da benutze ich heute von Valet Pro das Advanced Snow Foam, ohne Shampoo, sondern nur das. Dann wird das Video auch ein bisschen kürzer gestalten, damit wir hier wirklich ordentliche Reinigungsleistung haben, habe ich mir nämlich gedacht, wenn das Wetter weiterhin so bleibt und mitspielt, können wir nämlich von Soft99 das Kiwami, ein super geiles Glanzwachs, rausholen. Das ist für silberne bzw. helle Fahrzeuge, also dementsprechend für den weißen Lack. Und dann testen wir auch noch hier von den Chemicals den Decon, den neuen Felgenreiniger. Ja, so schmutzig werden die Felgen jetzt noch nicht sein. Machen ein bisschen was auf die Reifen drauf und dann soll es auch genügen. Ja, würde ich sagen, gucken wir uns den Wagen jetzt nochmal kurz von innen an. Was hat der so alles? Und dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Ja, wie ihr sehen könnt, das ist jetzt so der Innenraum des Fahrzeugs und ist jetzt, ich sag mal, nicht die größte Ausstattung oder ähnliches. Es ist eine Standardausstattung, ein paar Stoffsitze und so weiter. Und hat aber an sich durch die Airline schon so ein bisschen Ausstattung hier drin, was ganz gut ist, wie ich finde. Lederlenkrad und großes Navigationssystem, das jetzt auch neuer ist von der Bedieneinheit und so weiter. Auch mit so ein bisschen Touchscreen ist da drin. Oder dann auch hier so ein Sensor, wenn ich hier drüber streiche. Das fand ich ganz spannend. Also die haben sich auf jeden Fall was gedacht. Hier bei VW und ein bisschen was draus gemacht. Ja, durchsaugen muss ich das Fahrzeug natürlich auch noch. Ja, und würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr Bock habt drauf, dass ich mal ein komplettes Video hier zu dem Wagen mache, dann kann ich das gerne noch machen. Schreibt es in die Kommentare und wir legen jetzt mit der Wäsche los. Wie ihr sehen könnt, habe ich die erste Felge soweit schon eingesprüht. Also die sind wirklich nicht sonderlich dreckig, deswegen ist das jetzt nicht so repräsentativ für diesen Reiniger. Aber nichtsdestotrotz machen wir das mal, lassen das Ganze einwirken. Danach schäume ich den Wagen ein und weiter geht's. Jo, heute bin ich wieder pumpfaul und habe die elektronische Pumpe dabei. Dementsprechend geht das ganz ratzfatz hier. Gucken, wie viel Bar haben wir drauf? Ja, 3 Bar. Dementsprechend muss der Überdruck gleich kommen. Es fängt schon an zu zischen. Also können wir hingehen und das Fahrzeug direkt einschäumen. Ich habe ein Mischungsverhältnis mit dem Advanced Snow Foam nur von 10 Milliliter auf 1 Liter Wasser. Ich glaube, es ist ein bisschen zu wenig. Ist sehr dünnflüssig. Aber nichtsdestotrotz, ich sprühe den Wagen komplett ein. Kompletter Schaum, alles drauf. Hier auf dem Dunkeln seht ihr es auch ein bisschen besser, genau. Und danach geht's weiter. Jo, wie ihr nun sehen könnt, Wagen habe ich soweit komplett erfolgreich abgespritzt. Die Mischung war vielleicht wirklich ein bisschen zu dünn. Da muss ich mal nachgucken, was ich mir genau aufgeschrieben hatte für Advanced Snow Foam. Aber nichtsdestotrotz, guckt euch das mal an. Für nur eine Vorreinigung absolut super, aber hier noch ein bisschen was Schmutz vorhanden. Und dementsprechend müssen wir uns natürlich jetzt um die Handwäsche kümmern. Schon eine 2-Eimer Handwäsche und damit holen wir wirklich den letzten Schmutz auch noch runter. Das Prinzip kennt ihr ja, wie das funktioniert. Und wow, ist ein richtig schöner, angenehmer Lack und der Waschhandschuh gleitet auch sehr schön. Mache ich soweit fertig und dann können wir uns gleich um das Kiwami Wachs kümmern. Da freue ich mich besonders drauf. So, da ist das gute Stück im sauberen Zustand. Natürlich jetzt noch was nass und sieht auf jeden Fall wieder richtig weiß aus. Ne? Also Motorhaube habe ich soweit auch wieder richtig gut hinbekommen.
sieht wieder echt klasse aus. Da oben habe ich noch so einen kleinen Fleck gesehen. Da muss ich zu Hause mal genauer gucken, was das sein soll. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Eventuell mit Knete sollte das eigentlich runterzuholen sein. Ja, dementsprechend auch der Felgenreiniger gute Leistung gebracht hier unten. Ne? Also das sieht gut aus. Waren aber auch nicht so sonderlich verschmutzt. Direkt nochmal mit Babys weiter zum Abtrocknen hier ohne Cut. Supp. Verzeiht mir das. So, ja, dementsprechend können wir hingehen und das Fahrzeug jetzt noch schön abtrocknen. Guck mal, was da drauf ist. Bei Weiß sieht man das echt so schwer nur. Besonders solche Kamera. Und ich glaube auch so ein bisschen Flugrost haben wir hier an ein, zwei Stellen. Genau. Ja, das ist natürlich der Nachteil bei so einem weißen Fahrzeug. So schön weiße Fahrzeuge sind, die bedürfen natürlich einer anderen Art der Pflege. Ja, dementsprechend mache ich fertig und dann kann man Wagen gleich mal wachsen. Jo, wie ihr sehen könnt, haben wir den Wagen jetzt soweit komplett erfolgreich gewaschen. Das passt soweit, sieht gut aus. Und ja, jetzt für die Winterzeit, die wir jetzt hier noch haben, seht das ja Wetter relativ bescheiden, aber dennoch so gerade so zwischen 5 und 10 Grad. Sollten wir auf jeden Fall hingehen, noch ein kleines Wachs für den Glanz und natürlich auch für den Lackschutz auftragen. Und das machen wir jetzt gemeinsam. So, los geht's. Ich habe da hier von Soft99 das Kiwami, genau, und das kleine Pad. Ja, im Sommer gehe ich natürlich hin, da wird der Wagen komplett geknetet, ordentlich aufbereitet und vielleicht auch eine kleine Politur gemacht, weil vom der Waschanlage natürlich auch ein paar Kratzer da sind. Und so gehen wir hin, haben wir jetzt einen kleinen Smiley gemacht, cool. Jo, gehen wir hin und tragen das hier mal auf, wirklich ganz sanft, Kreuzstrich, horizontale, vertikale Linien, das kennen wir. Lässt sich auf jeden Fall ebenfalls wie Fuso Code relativ einfach und sanft auftragen, ganz easy. Mache das soweit komplett und trage den Rest gleich ab und dann bin ich mal gespannt, ob wir da auch einen richtig schönen Glanzunterschied sehen werden. So, liebe Leute, da könnt ihr es sehen. So sieht der fertige Wagen jetzt aus. Nicht wundern, ich habe auch das Sonax Spray für die Reifen noch drauf gemacht mit Wet Look Effekt. Finde ich ziemlich cool. Deswegen sehen die jetzt ziemlich speckig aus. Ja, so sieht der Wagen jetzt aus. Hier auch mit dem Kiwami Wachs. Das Abnehmen habe ich euch jetzt bewusst nicht gezeigt. Ganz einfach deswegen, auf dem weißen Lack kann man es fast nicht darstellen. Ohne Sonne ist es dann nochmal schwer. Aber ich finde, trotz dieses bescheidenen Wetters kommt auf jeden Fall ein richtig schöner Effekt, ein schöner Glanz hier aus dem Lack raus. Also das ist schon ziemlich cool. Ich hoffe, im Video könnt ihr das auch sehen. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Und ja, also absolut brauchbar das Zeug. Ziemlich cool und doch ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, natürlicher als das Fuso Code, was ja mit den PTFE-Anteilen doch ein bisschen ja, chemischere Bestandteile hat. Ja, dementsprechend, Wagen sieht soweit top aus. Beading Sheeting würde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Kommt jetzt gleich, muss ich für nach Hause fahren, habe keine Sprühflasche dabei. Das gucken wir uns noch an und ich hoffe sehr, dass das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Aber jetzt zum Beading Sheeting. So, wie angekündigt, Beading Sheeting Test. Hier seht ihr schon ein paar kleine Perlchen. Also es sieht wirklich wahnsinnig geil aus. Guckt euch das an. Vom Allerfeinsten. Guckt euch das mal an. Das ist sowas von krass. Also das steht dem Fuso Code, wie ich finde, in nichts nach. Es hat allerdings, weil es natürlicheres Wachs ist, sag ich mal, also ohne diese PTFE-Anteile, hat es eine kürzere Standzeit. Also das muss man, darüber muss man sich im Klaren sein. Aber ansonsten finde ich, ist das wirklich eine super geile Alternative. Also ziemlich cool. Ne? Guckt euch das mal an. Der absolute Knaller. Richtig geil. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und geholfen hat in der Auswahl. Vielleicht habt ihr auch Bock auf das Kiwami. Wirklich ein super geiles Zeug. Holt einen schönen Glanz aus dem Lack raus, wie ich finde. Macht ein richtig tolles Beading-Feeling-Verhalten. Hier könnt ihr ja sehen. Also vom Allerfeinsten. Und signalisiert mir gerne mit dem Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und bis zum nächsten Video. Ciao.